Hallo Leute und willkommen zu einem Angezockt von Battlestation Harbinger. Vielen Dank auf jeden Fall an Bugbyte Limited für den Key und dass ich das Spiel anzocken konnte. Und ich zeige euch mal, was das für ein Spiel ist und wir steigen auch mal direkt ein. Spielen. So. Ja, also was ist das für ein Spiel? Ah, es ist ein Roguelike Space Adventure oder Arcade-Spiel, kann man fast nennen. Es ist so ein bisschen wie Faster Than Light. Ich wähle hier mal gerade ein Schiff aus. So, es ist halt so ein bisschen wie Faster Than Light. Also man reist von einem Sternsystem zum nächsten. Das kann man jetzt hier auch sehen, auf einer großen Karte, die man sich zufällig auswählen kann. Man hat also mehrere Sektoren zur Verfügung und muss entsprechend Aufgaben in jedem dieser Sektoren, die ich jetzt zeige hier, erfüllen. Und kann dann später in die nächste Stage. So. Ich will hier mal was aus, zufällig. So, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ah, wobei, wir nehmen mal was, was ein bisschen... Genau, das. Das ist viel schöner, da kann ich von beiden Seiten rumfliegen. So, jetzt kann ich natürlich hier den Schwierigkeitsgrad auswählen. Das Training habe ich schon angefangen, habe ich aber nicht weitergemacht, weil ich das so im einfachen Modus mal ausprobiert habe. Da sieht man es auch schon, eine Punktezahl. Und man kann entsprechend auch normal und schwer spielen. Aber das Spiel ist knackenschwer. Auch selbst auf einfach ist das Spiel nicht ohne. Also, ne? Man muss sich echt überlegen, welchen Schwierigkeitsgrad man spielt. So, dann kann ich natürlich hier noch das Schiff auswählen. Ich habe ein Schiff schon freigeschaltet. Das ist etwas besser als das Standardschiff. Das werde ich jetzt auch nehmen und werde mal direkt ins Spiel starten. So, ja, dann hat man jetzt immer zufallsbasierende Missionen, was eigentlich hier Phase ist von der Story. Ich lese das jetzt nicht vor, das überspringe ich jetzt einfach mal. Es ist einfach nur, dass man eine Alienrasse als Feind hat und ja, irgendeine Basis zerstören muss. Das ist eigentlich immer gleich. Aber die Story darum ist halt immer etwas anders. So, was haben wir hier? Commander, ja, bla bla, fortsetzen, ja. So, jetzt habe ich erstmal die erste Mission hier. Jetzt zeigt er mir eben an, in welcher Reihenfolge ich das machen soll. Erstens zerstören sie gegnerische Schiffe, dann nochmal gegnerisches Schiff, nochmal gegnerisches Schiff und später noch ein gegnerisches Schiff. Eigentlich sind das Basen. Ich weiß jetzt nicht, warum hier Schiff steht, aber das ist ja gar nicht so schlimm. Und hier zeigt er sogar an, wo. So, man kriegt auch ein Item als Belohnung. Man bekommt hier so eine Module. Und nochmal Schrott. Ja, Schrott ist die Währung in diesem Spiel. So, jetzt werde ich jetzt erstmal hier gerade ein bisschen rumfliegen. Kann hier ganz normal, wie in so einem ja, Strategiespiel, sage ich mal, die Schiffe steuern. Denn man kann auch mehrere Schiffe haben. Das seht ihr aber auch gleich. Also ich werde jetzt erstmal hier gerade, weil er hier mir anzeigt, dass ich da Missionen annehmen kann, werde ich erstmal draufdrücken. Denn man hat nebenbei, fliegen sie in den Sektor, bla bla. Man hat nämlich nebenbei auch noch die Möglichkeit, zu den Story-Missionen weitere Missionen zu machen. So, jetzt gehe ich mal auf die Sternkarte. Und gehe auf den Sektor und springe. So, jetzt bin ich kurz hier Jump oder Hyperraum. Und habe die Mission sogar schon abgeschlossen, das ist ziemlich easy. So, ich habe sogar ein feindliches Schiff. Ja, ich kann mich jetzt gerade gar nicht wehren, weil ich eine Sache am Anfang vergessen habe. Gar nicht so schlimm, aber das ist hier ein kleiner Jäger, der ist nicht so schlimm. Ich muss hier gerade die Warpzeit abwarten. Spring wieder zurück. Zack. So, denn was hier so ein bisschen besonders ist an dem Spiel, man hat einen Maschinenraum und kann hier entsprechend an seinem Schiff Waffen ja, platzieren. Und das kann man auch an jedem Schiff, was man in seiner Flotte hat, machen. So, ich zeige das mal ganz kurz hier, Formation. Hier kann man nämlich sich noch mehr Schiffe dazu kaufen und diese entsprechend hier auf diese freien Slots positionieren. Dadurch hat man natürlich eine höhere Manpower und das braucht man auch, vor allem wenn die Feinde schon etwas stärker sind. So, jetzt für den Anfang habe ich natürlich noch überhaupt kein Geld, das ist hier gerade ein bisschen wenig. So, deswegen werde ich das jetzt auch schließen. Und dann gehe ich erstmal in den Maschinenraum und muss mir Waffen kaufen. So, nee, das wollte ich jetzt nicht. Und zwar erstmal hier haben wir so einfache Slots. Da kann man sowas wie
Lisa oder Bolt oder Gatling reinpacken. Ist relativ günstig und ist eigentlich hauptsächlich so für die Abwehr gegen kleine Jäger und gegen Raketen. Und dann haben wir hier so einen roten Slot. Da kann man ja, große Waffen draufbauen oder so Spezialsachen. Sowas wie ein Schildbooster, Atomkanone. Was haben wir hier noch? Laserkanone. Ich werde jetzt aber erstmal auf jeden Fall ein Projektilgewehr bzw. eine Projektilwaffe draufpacken. Die ist für den Anfang sehr gut. Die hat eine hohe Reichweite und auch entsprechend viel Rumpfschaden. Der Vorteil von Projektilwaffen ist, dass die durch Schilde durchgehen und die Energiekanonen eben ja, an Schilden abprallen. Die müssen halt die Schilde erstmal runterhauen. So, ich hau ich jetzt noch eine rein. Ich guck mal gerade, ich habe jetzt noch 800 knapp. Kaufe ich noch eine zweite oder? Nee, ich kaufe jetzt lieber noch einen Schildbooster. Zack. So. Jetzt habe ich für den Anfang erstmal ein paar Waffen. Und jetzt kann ich wieder zurückfliegen, denn das war gerade so mein Fehler für den Anfang. Ich habe nämlich noch keine Waffen auf meinem Schiff gehabt und so kann ich mich natürlich nicht wehren. So. Und jetzt springt man eben wirklich von Sektor zu Sektor immer und ja, macht bestimmte Missionen, die man entsprechend aufbekommt hier. Jetzt habe ich gerade keine mehr, weil ich die schon erfüllt habe. Deswegen springe ich jetzt mal hier in einen anderen Sektor. Hier sieht man immer, wenn die Karte blau ist, beziehungsweise wenn dieses Gebiet blau ist, dass da eine freundliche Basis ist. Und hier rechts können wir auch auswählen, wo wir denn in diesem Sektor hinspringen möchten. Ja. Hat Vorteile, wenn dort feindliche Schiffe drin sind. Dann kann man zum Beispiel den in den Rücken fallen oder sowas, um halt einen taktischen Vorteil zu haben. So. Jetzt gehe ich mal kurz zu dieser Station hier. Nehme noch eine Quest an. Hier soll ich zum Beispiel ein Kolonieschiff begleiten zu einem bestimmten Sektor. Das nehmen wir auf jeden Fall an. Die Mission müssen wir erst kaufen, aber kriegen dann entsprechend auch Belohnungen. So, wo ist denn jetzt das Schiff? Achso, das muss ich wahrscheinlich erst abholen. Nein, da kommt's. So, Schiff eskortieren. Das ist jetzt auch quasi mein Schiff, das kann ich also auch hier steuern. So, wenn ich in die Formation gehe, kann ich das jetzt hier auch sehen und benutzen. Mache ich jetzt aber nicht, denn wir wollen natürlich jetzt weiter in den Sektor, wo wir hin sollen. Ich gucke mal gerade, hier sollen wir hin. Leuchtet jetzt auch grün auf und dann hüpfen wir direkt in den nächsten Sektor. Sprung direkt zur Station. Bam. So. Und durch dieses Springen in die einzelnen Sektoren und auch das Kauf... Oh, da kommt sogar schon Feind. Ich werde jetzt direkt hier unterbrochen. Direkt mal drauf schießen. Oh, das ist sogar schon ein bisschen stärker. Whoa. Ihr seht hier gerade, der schießt so eine Energiewaffen, was auch immer. Es geht erstmal auf die Schilde, also auf diese blaue Leiste. Und alles andere geht entsprechend auf die Hülle. Also wenn das Schild weg ist. So. Jetzt nehme ich noch eine Quest an. Zack. Und springe weiter in den nächsten Sektor. So, also das ist natürlich auch so die Erklärung, warum das eigentlich ein Roguelike ist. Man kann nämlich wirklich von Runde zu Runde sich immer weiter verbessern. Man kann auch nicht speichern oder sowas, sondern man spielt quasi so lange, wie man Bock hat oder bis man tot ist. Und ja, verdient sich dann quasi Punkte, womit man dann fürs nächste Spiel, ja, sag ich mal, besser gewappnet ist. Zum Beispiel sich ein besseres Schiff kaufen kann oder entsprechend also man steigt auch Ränge. Man sammelt einfach XP, um Level aufzusteigen, um eben später diese besseren Schiffe kaufen zu können. So, jetzt habe ich hier noch eine Mission. Ich nehme jetzt einfach alle Missionen an, die ich hier so finden kann. Die Mission habe ich sogar abgeschlossen. Ja, genau, die ist abgeschlossen. Und ich kaufe mir jetzt auf jeden Fall noch einmal die Projektilwaffen. Zack. So. Auf die Sternkarte. Und in den grünen Sektor da, wo Feinde sind. Zack.
So. Also ich muss ehrlich sagen, das Spiel macht mir sehr viel Spaß auf jeden Fall. Allerdings ist es kein Langzeitspiel, also kein Spiel, was lange motiviert, sondern es ist eher so ein, was man mal so zocken kann. Rotschlag halt. es ist halt auch so, dass die Level sehr lange brauchen. Also ich bin jetzt gerade mal Level 2 oder 3 und habe schon gut 3 Stunden gespielt. Na? Oh, was haben wir hier? Eine Kiste? Ah! Aufsammeln. Zack. Ja, also man hat halt wirklich keine Langzeitmotivation. Ich habe so Zweifel daran, dass man überhaupt mal alle Level erreicht. Aber ich sag mal, wenn man das gelegenheitlich, also gelegentlich so spielt, sollte man das schon schaffen. Das ist halt wirklich nur, wenn man so Bock hat gerade, dann kann man da so ein bisschen daddeln. Oh, was ist denn das hier? Ah ja, okay. Hier sind zum Beispiel Container, die man aufsammeln kann. Oh Gott, Alter, das sind schon wieder etwas stärkere Schiffe hier. Alter, mein Schild. Puh. Okay, ich würde sagen, ich gehe mal in ein etwas fortgeschritteneres Spiel und zeige euch noch ein paar andere Sachen. So, da bin ich jetzt in einem etwas weiteren Spielstand. Hier bin ich jetzt schon auf der zweiten Karte. Man kann sich das hier mal kurz anschauen. Also die zweite Karte, natürlich in einem Sektor hier wieder. Ich bin quasi jetzt auf die zweite Karte gekommen, indem ich die Hauptquest von der ersten Karte bestanden habe. Und jetzt habe ich schon zweites Schiff gekauft. Das hat hier sogar Jäger, also hier sieht man es, wie sie rumfliegen. Und dieses Schiff ist das erste Schiff, beziehungsweise eigentlich das zweite Schiff, ne? Aber was man am Anfang direkt hat. Ja, was ganz cool ist, ich springe jetzt aber mal gerade hier in die nächste Quest rein. Zack. Die beiden Schiffe sind an sich so ein bisschen spezialisiert. Jetzt habe ich hier einmal... greifen wir mal gerade an hier. Zack. So. Und zwar, mein Hauptschiff, dieses hier, was ich gerade zeige, habe ich nämlich so ein bisschen auf Nahkampf spezialisiert, was sehr viel Schaden macht und auch sehr viel aushält, weil die Schilde sehr hoch sind. Ich kann das gerade im Maschinenraum zeigen hier. Ich habe hier einmal auf Upgrades, also Schild-Upgrades gesetzt, habe eine Ionenkanone und eine Laserkanone, die zwar ein bisschen länger auflädt, aber sehr stark ist. Mein zweites Schiff, ah, hier nehme ich mal gerade den Loot rein, mein zweites Schiff ist eher so, das lasse ich immer so ein bisschen auf Entfernung fliegen, denn es hat einmal Jäger, hat eine Atombombe, die ja, relativ weit fliegen kann, sie macht sehr viel Schaden. Und zusätzlich noch eine, die etwas schneller schießt, die auch höhere Reichweite hat, die nicht so viel Schaden macht. Das Schiff hält nicht so viel aus und deswegen lasse ich es auch ein bisschen weiter entfernt. Aber der Vorteil ist eben, dass diese Jäger eben auch sehr viel, sag ich mal, Waffen abhalten kann, also Raketen davon abhalten kann, meine Schiffe zu treffen oder entsprechend auch entfernt Schaden machen. So, jetzt werde ich hier mal weiterspringen. So, und zwar möchte ich jetzt versuchen, so schnell wie möglich hier hinzukommen. Denn der Vorteil ist, wenn man schnell eine Karte durchspielt, wo diese ganzen Sektoren drin sind, desto mehr Punkte erhält man. Beziehungsweise es werden Punkte abgezogen, wenn man zu lange braucht, die Karte zu durchspielen. Und jetzt haut dieses Schiff hier gerade ab. Was machen wir hier? Das sind ganz kleine Jäger hier unterwegs. Stören wir das, zack, und verfolgen das Schiff gleich mal. Wo ist es hingesprungen? Hier ist es hingesprungen. Zack, wir folgen das mal. Weil momentan bin ich mit meinen Schiffen sehr weit in der Entwicklung, sind sehr stark, halten zwar nicht so viel aus, wie sie eigentlich sollten, aber es macht meine Waffenpower wieder wett. Und der Vorteil ist eben, wenn man schneller durch ist, wie gesagt, ne, kann man mehr Punkte erhalten, beziehungsweise kriegt nicht so viele Punkte abgezogen und steigt schneller im Rang. So. Zack, was haben wir hier? Ah, was? Das brauche ich eigentlich nicht. Kann man verschrotten. Oh, sehr hohe Reichweite. Ah, ne, behalte ich doch nochmal. Vielleicht kann man es ja noch gebrauchen. So.
Und wo springe ich jetzt hin? Zum Ende. Zack. Hier. Denn ich möchte jetzt nochmal die Basis zerstören. Dann könnt ihr gleich mal sehen, wie das aussieht. So. Zack. Oh, jetzt werde ich schon mal abhauen lassen hier. Die Basis scheint schon etwas stärker zu sein. Zack. Ui. Nee, ich möchte mein Schiff nicht verlieren. Deswegen springe ich jetzt noch mal kurz zurück. Lass es reparieren und springe direkt wieder rein. So. Zack. Zum Glück habe ich ja genug Schrott. Zack. Und wieder zurück. Oh, verfolgt mich irgendwas? Nein. Okay. So, dann werde ich jetzt auch direkt frontal auf die Station fliegen und direkt losballern. Glücklicherweise kann man jedes Mal das Spiel anhalten. Das mache ich jetzt auch gerade mal. Und rein. Aber ganz schön. Ui. Ja, dann verliere ich jetzt wahrscheinlich das Schiff. Ja, Schiff verloren. Aber dafür werde ich jetzt auf jeden Fall die Karte beenden. So, zack. Oh. Schade. Na egal, ich habe jetzt leider verloren, aber dafür habe ich halt auch die Karte beendet. Quasi fast werde Punkte erhalten. Das kann ich mal kurz nochmal zeigen. So, genau. Jetzt werde ich nämlich hier gerade Erfahrung bekommen. Bin sogar ein Level aufgestiegen und hier zeigt man auch, sieht man auch, dass die Runden insgesamt 62 waren. Werde ich Punkte abgezogen bekommen und entsprechend eine Gesamtpunktezahl bekommen. Ja, alles klar. Ich hoffe, es euch hat das soweit gefallen. Ihr konntet einen Ersteindruck gewinnen, wie das Spiel so ist. Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.